Ach ja, wie schön. Nun brennt das Feuer. Wir haben Feuer gemacht auf zwei verschiedene Arten und Weisen mit der Ein-Streichholz-Challenge. Wir haben Feuer mit Stahl und Stein gemacht, ganz primitiv. Wir haben sogar das Feuerbohren ein bisschen ausprobiert und eigenen Zunder hergestellt durch Verköhlern. Tja, doch der Abend naht noch lange nicht und ist auch noch lange nicht vorbei hier am Feuer. Was kann man jetzt also mit dem brennenden Feuerchen tun? Nun, man könnte damit arbeiten. Vielleicht wart ihr in den ersten Videos schon aufmerksam und habt hier diese Schale wahrgenommen, wo ich hier noch die Holzscheiben drin habe, wo man durchgepustet haben, wo dann die Schaumblasen rausgekommen sind. Und diese Schale hier habe ich nur mit Hilfe von Glut aus dem Lagerfeuer gemacht. Das Ganze nennt sich Schalenbrennen, Löffelbrennen. Man kann auch einen ganzen Einbau machen. Also früher haben die Menschen tatsächlich richtige Kanus rausgebrannt. Und diese einfache Technik möchte ich jetzt hier im Video Nummer 4 zur Reihe Holz und Feuer noch vorstellen. Die Grundressource für das Brennen von Schalen und Löffeln ist im optimalsten Fall ganz arg durchgetrocknetes Holz zum einen und im besten Falle eine weiche Holzsorte. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Weidenhölzer, einfach ein in der Hälfte gespaltenes Stück Stamm, was sich als Schale natürlich dann super gut eignen würde. Man kann aber auch gerne so Kanthölzchen aus Fichte nehmen. Hier könnte man zum Beispiel einen schönen Löffel draus machen. Der Vorteil von weichen Hölzern, insbesondere auch von Nadelhölzern, ist, dass der Brennvorgang sehr schnell abläuft und sehr schnell voranschreitet. Man hat also schnell Erfolg und es lässt sich im Nachhinein auch besser schnitzen. Denn gerade beim Löffel dauert viel, viel länger als das Brennen an sich, das Schnitzen eines Löffels, ja, bis man hier die Form schön herausgearbeitet hat. Deswegen empfehlen sich hier auf jeden Fall weiche Hölzer. Was wären noch Hölzer neben Fichte und Weide? Wären auf jeden Fall zu empfehlen Pappel, die Linde oder auch die Kiefer. Um mit der Kiefer nochmal ein weiteres Nadelholz zu nehmen. Jetzt zum Zeigen werde ich hier dieses Fichtenstück nehmen, um eine kleine Kuhle da reinzubrennen, welche ich dann quasi zum Löffel schnitzen könnte. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine bisschen hitzeunempfindliche Haut. Oder ihr macht euch das einfach mit einer Grillzange einfacher, das Leben. Ich nehme jetzt hier einfach ein Gegenstück aus Holz, braucht ihr nachher sowieso, und hole mir jetzt hier ein Stückchen Glut aus dem Feuer. Ihr habt gesehen, als ich es gerade aus dem Feuer geholt hatte, habe ich nochmal geprüft mit einem leichten Puster, ob es auch wirklich glüht. Am besten ist es, wenn man es mit Kindern macht, natürlich denen das herausgeben, die Glut. Und jetzt hält man dieses Stückchen Kohle, dieses Stückchen Glut, mit einem Gegenstück aus Holz fest und pustet schön an die Kontaktfläche zwischen dem Glutstück und dem Werkstück, wo nachher der Löffel rauskommen soll. Achtet darauf, dass diejenigen, die das tun, das nicht direkt über ihren Hosenbeinen quasi machen, denn wenn da mal was runterfällt, landet es direkt im Schoß und brennt im leichtesten Fall ein Loch in die Hose, im schlimmsten Fall verursacht es natürlich schwere Verbrennungen. Also am besten breitbeinig da sitzen dabei und auch darauf hinweisen, was zum Luft holen, man am besten den Kopf beiseite treten, sonst atmet man den ganzen Rauch ein.
Ein weiterer wichtiger Hinweis ist, dass man lange und anhaltend pustet und nicht in so eine Schnappatmung gerät. Das kann gerade auch, wenn es besonders heiß ist und man das über einen längeren Zeitraum hinweg macht, zu Schwindel führen. Ja, man hyperventiliert letztlich künstlich. Und gerade Kinder neigen dazu, das mit dieser schnellen Atmung zu machen. Ist aber nur hinderlich, wenn man einfach auch durch dieses lange Pusten viel bessere Ergebnisse erzielt. Ganz wichtig auch, das Trinken nicht vergessen, je nachdem wie die Sonne runterbrutzelt. Wie gesagt, roter Kopf und eventuell Kopfweh sind da häufig gesehene Gäste. Ja, wenn dann ein Stück der Glut mal ausgepustet ist, verbrannt ist quasi, bleibt hier so ein angekokeltes, beginnende Höhlung jetzt im Holz zurück. Und die kann man jetzt schon mal beginnen auszukratzen. Man nimmt einfach sein Haltestück Holz. Reibt das ein bisschen aus. Und nach entsteht eben so die Vertiefung, die wir benötigen, um einen Löffel herauszuarbeiten oder eben eine Schale. Ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen, das ist, denke ich, dann selbsterklärend, wenn man es mal ausprobiert. Und genau, eine Sache vielleicht noch zum Thema Schalen machen. Bei der Schale wäre dann das Finish, natürlich die ordentlich auskratzen, dass möglichst viel von der Asche, von der Kohle eben abgetragen ist und das mehr oder weniger unversehrte Holz übrig bleibt. Und um sie dann einfach auch widerstandsfähig zu machen gegen Feuchtigkeit, füllt man diese ganze Schale mit irgendeinem Speiseöl. Olivenöl ist natürlich hochwertiger, es geht aber auch Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Und lässt die über Nacht stehen. Und wenn man am nächsten Morgen schaut, dann wird man sehen, dass da vielleicht sogar fast alles von dem Öl aufgenommen wurde vom Holzkörper. Sprich, anstelle von Wasser hat der Holzkörper dann das Öl aufgenommen und wird dadurch auf jeden Fall widerstandsfähiger gegen verschiedenste Pilzarten, gegen Wasser als solches. Es wird auch nochmal abgedichtet, falls irgendwo ein Riss sein sollte, der quillt ein bisschen zu und die Schale wird wasserdichter, wenn sie aufgerissen sein sollte. Genau. Und dann ist es eine super Sache. Und als kleine Anekdote hier, vielleicht auch zur Frage, wie lange dauert es? Ich habe mal bei einem Trekking-Trip mein Besteck und Geschirr und alles vergessen. Und dann habe ich mir einfach am ersten Abend tatsächlich eine Schale gebrannt und einen Löffel dazu gebrannt und konnte am nächsten Morgen ein Müsli-Brei frühstücken. Sprich, eine Schale, wenn man ein weiches Holz hat und dran bleibt und am Abend es eben nutzt als Abendbeschäftigung, dauert vielleicht 2-3 Stunden und so ein Löffel kann man in einer halben Stunde ausgebrannt haben, locker, und braucht fürs Schnitzen dann halt nochmal ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ich würde für Kinder den Löffel empfehlen oder sehr kleine Schalen nur. Ich sage immer eine Dipschale oder einen Seifenbehälter dazu. Und wenn man mit größeren arbeitet, vielleicht auch mehr Zeit hat, mehrere Abende Zeit hat, kann man das als Wochenprojekt sozusagen machen. Immer abends die Schale weiterbrennen, dann eignet sich eben auch die Schale. Ja, versucht es doch einfach mal auch zu machen. Mir macht es immer große Freude und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.